Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Berlin-Box von Hämatom. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Berlin von Hämatom, das Ganze erscheint am 2. April. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist ein Akustikalbum, das erste Akustikalbum der Band. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Einmal hier seitlich an der Schweißnaht entlang. Wunderbar. Und dann schauen wir mal rein. So, also die Folie ist ab und das ist die Box. Ja, normalerweise kennt man ja Hämatom für Rock- bzw. Metal-Tracks. Allerdings das Album hier etwas ruhiger, denn es ist wie gesagt das Akustikalbum, das allererste Akustikalbum der Band. Wir haben das Ganze hier vom Artwork im Stil der goldenen, oder was heißt der goldenen, der 20er Jahre hier in Schwarz-Gold gehalten. Wir haben hier das Brandenburger Tor etwas abgewandelt. Und zwar haben wir hier oben das, Moment, hier das Peace-Zeichen und auch hier generell so Hämatom Berlin, also entsprechend hier integriert. Darunter lesen wir ein akustischer Tanz auf dem Vulkan. Ansonsten hier, wie gesagt, mit so goldenen Strahlen und Ornamenten. Dann hier mit Rahmen. Auf der Seite natürlich auch beschriftet. Rundum auf allen Seiten, hier ist das Logo nochmal von Hämatom, hier der Schriftzug und hier das Logo. Und auf der Unterseite der Box haben wir hier unten rechts einen Barcode. Dann haben wir hier noch die Labels, in diesem Fall Anti-Alles, das ist das Label von Hämatom. Belief, die haben wir in den Vertrieb gemacht und so weiter und so weiter. Gut, nachdem wir uns das alles angesehen haben, kommen wir zum Innenleben der Box. Die Box ist eine Klappbox, lässt sich hier so aufklappen. Und hier haben wir den Inhalt. Wir haben hier einmal, das ist, glaube ich, die Spieluhr. Dann haben wir ein Spielkartenset, das sich hier schon mehr oder weniger verselbstständigt und aufgegangen ist. Na, machen wir wieder zu. Dann das Album natürlich, die Album-CD und eine Autogrammkarte. So, die Box ist nun leer. Von innen, wie wir sehen, weiß. Packen wir zur Seite und dann schauen wir uns das mal an. Und zwar haben wir hier eben zwei Sachen noch separat verpackt. Das Album in Folie und hier die Spieluhr, die kommt in Karton. Holen wir die mal kurz raus. So, und hier dann auch nochmal separat in Folie. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Primär soll es jetzt mal ums Album gehen, also zuerst. So, hier die Folie erledigen wir auch gleich noch. Und dann kann es auch schon losgehen. So, das ist das Album. Kommt ja auch wieder in diesem Schwarz-Gold, also im Prinzip genau das, was wir schon vom Boxcover kennen. Beschriftet mit Hämatom Berlin und links und rechts dann nochmal das Logo. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wie gesagt, 10 Tracks an der Zahl. Wurden ja auch schon als Videos ausgekoppelt. Ein paar. Dann haben wir hier einen Barcode. Und auch hier wieder die Labels. Und dann schauen wir mal rein. Also wir haben hier so ein Digipack. Zuerst geht's ins Booklet. So, wunderbar. Wir haben hier die Lyrics zu den einzelnen Tracks. Das ist immer erfreulich, finde ich gut. Hier kann man dann wirklich jeden Track mitsingen oder nachlesen. Gold in diesem Fall hier der Refrain und weiß die Strophen. So, dann geht es hier los mit Fotos. In diesem Fall haben wir hier Ost abgebildet, der sich hier gerade scheinbar Getränke mixt. Weitere Tracks, weitere Lyrics. Dann haben wir hier West. Der sitzt einfach nur da, wirft die Gläser an die Wand. Dann ein Gruppenbild und auch hier
in diesem Stil der 20er Jahre. Damals wussten die Männer, also generell die Herrenwelt noch, wie man sich anzuziehen hat, im Gegensatz zu heute. Das war für mich echt so, ja, eine goldene Ära, zumindest kleidungstechnisch. War auf jeden Fall um Welten besser als heute, meiner Meinung nach. So, dann haben wir hier nochmal Süd, der hier scheinbar gerade den Plattenspieler in Betrieb nehmen will. Und zu guter Letzt Nord. Ja, das waren die Lyrics. Zum Abschluss gibt es natürlich noch die Credits zum Album. Und hier dann noch eine umfangreiche Danksagung. Sehr gut. So, dann haben wir die CD. Auch die natürlich in Schwarz-Gold. Generell so das Artwork erinnert mich auch sehr stark so an Babylon Berlin. Spielt ja auch in dieser Zeit so. 20er Jahre. Kommt dem auf jeden Fall sehr nahe. So, als nächstes haben wir dann mit dabei eine Autogrammkarte. Kommt hier so im Standardformat, also Postkarten, A6 glaube ich ist das, Querformat. Südwest, Nordost, alle vier Herrschaften hier nochmal abgebildet. West hatte sogar ein kleines Hündchen auf dem Schoß. Französische Bulldogge müsste das sein. Rückseite blank-weiß. Und ja, alle vier Herrschaften haben hier mit goldenem Stift unterschrieben. Sehr schön. Als nächstes haben wir das Spielkartenset. Das kommt hier auch wieder in so einer gebrandeten Hülle. Kartenset, Hämatom-Kartenset lesen wir hier. Auf der Seite wieder Hämatom Berlin. Also wirklich rundum gestaltet. Und wenn wir dann hier reinschauen, oder eventuell die andere Seite, glaube ich, ja, die war schon offen, bietet sich da besser an. Hier haben wir die Karten. Die kommen natürlich auch nochmal in Folie. Aber auch hier werden wir mit Hilfe des Messers das Ganze lösen. So, und dann... Na, irgendwo hängt es noch fest. So, aber jetzt. Und das sind die Karten. Also uns kommt hier gleich mal entgegen das Pik Ass, in diesem Fall hier mit Nord. Dann König Ost, Dame West und Bube Süd. Ja, ansonsten, wir schauen mal ganz kurz. Also die Bildkarten sind auf jeden Fall, ja genau, also die Bildkarten sind dann immer in dieser Reihenfolge. Also alle vier Herrschaften hier auf den Bildkarten verewigt. Die sind hier dann immer so in Schwarz-Gold, die Bildkarten, passend zum Album-Artwork. Und die restlichen dann natürlich einfach durchnummeriert. Beziehungsweise nein, war nur bei den Schwarzen. Also bei den Roten haben wir das Ganze dann tatsächlich in Schwarz-Rot. Also bei Karo und Herz Schwarz-Rot und bei Pik und Kreuz in Schwarz-Gold. Wunderbar, komplettes Kartenset von 2 bis Ass hier in jeder Farbe. Durch. Und der letzte Boxinhalt, das ist dann dieser hier, die Hämatom-Spieluhr. Kommt hier aus feinster Holzoptik, also ist hier auch wirklich schön gestaltet. Wenn ich es jetzt richtig deute, dann ist das so der Boden, der hier so in Schwarz ist. Das hier ist dann der Deckel. Links haben wir dann hier noch so ein schönes Muster. Überall hier auch wieder ganz feine Detailarbeit, hier das Hämatom-Logo mit so eingearbeitet im Holz. Oben dann der Deckel, ich gehe mal davon aus, den kann man hier aufmachen, genau. Und hier haben wir dann die Spieluhr, die liegt hier drin. Auch hier nochmal das Hämatom-Logo, das hat man hier tatsächlich auch so eingeritzt. Also das kann man hier im Holz wirklich spüren. Und wenn wir das in Betrieb nehmen, beziehungsweise, ja, geht. Sehr schön. Also da kommen wunderbare Klänge aus diesem Gerät. Hier sieht man auch nochmal diese ganze Mechanik hier, wie das hier verarbeitet ist. Also man hat hier, wie man es kennt von einer Spieluhr, hier diese Trommel, diese Walze. Die hat dann hier so diverse Ausbuchtungen und diese Ausbuchtungen bringen dann diese kleinen Metallstäbchen hier entsprechend zum Schwingen.
Und das sorgt dann dafür, dass wir hier so eine wunderbare Melodie zustande bringen. Einfach nur durch das Kurbeln hier. Man kann es natürlich auch so in Betrieb nehmen. Dann ist der Sound etwas gedämpft durch den Deckel. Aber man hört es trotzdem noch sehr gut. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Spieluhr hier, komplett aus Holz. Dann haben wir natürlich das Kartenset, kommt hier mit extra Schachtel noch und eben dem kompletten Kartenset. Oh, was ich vergessen hatte, zum Schluss, das zeige ich euch auch nochmal ganz kurz, wir haben ja auch noch Joker mit dabei. Die sind hier mit dem Hämatom-Logo, also mit dem Hämatom-Schädel hier. Ja, die habe ich euch vorhin vorenthalten. So, weitere Inhalte sind die Autogrammkarte im Querformat und natürlich das Album an sich, Berlin im Digipack mit insgesamt 10 Tracks. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box Berlin von Hämatom. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hämatom unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.